herzlich willkommen zu Glitzbistag 19! Juhu! Woo, woo, woo. Woo, woo, woo. So, Mr. Perfect und ich sind vor einem Restaurant, da stehen wir und essen jetzt gleich zum Mittag. Wahrscheinlich hört man mich gar nicht. Ja, wir gehen da jetzt auf jeden Fall rein. Heute wird ein cooler Tag, das kann ich euch versprechen. Denn wir werden heute babysitten, auf Zwillinge aufpassen. Oh, diesen Babys, die sind so süß. Okay, wir uns erstmal Energie aneignen, dass wir es heute Abend schaffen. Oh mein Gott, das ist eine schöne Deko. Guck mal. Oh, die sieht so gut aus. Und wenn es jetzt Geruchs-YouTube gäbe, dann wäre das so genial, weil es riecht so gut, das Knoblauchbrot. Hauptspeise, Tagliatelle mit Pilzen der Saison in Sahnesoße und Knoblauchbrot. Und Mr. Perfect hat es gleich. Ich muss mal ganz kurz anmerken, dass ich den coolsten DPD-Zusteller der Welt habe. Wir treffen uns einfach irgendwo immer in der Stadt, wo er gerade ist. Und er stellt mir mein Paket zu. Ist das schwer? Nee, gell? Cool. Kiste. Gut, und dir? Ich hab gar nicht gedacht, dass du schnell bei den KD bist. Ja, ich bin schnell wie der Blitzwäsch. Ich hab gedacht, du lässt dir Zeit. Nee, keine Zeit zu verschwenden. Nee. Zeit ist Geld. Ciao, ciao. Oh. Oh, Freunde. Hätte ich es mir nur lieber nach Hause liefern lassen, das ist so schwer. So, ich sag immer so. Ich weiß nicht, warum ich immer so sag. Oder ich sag aber also. Egal. Huch, meine Haare. What's that? Wir sind jetzt auf dem Weg zu den zwei Prinzessinnen, Nika und Lea, und werden babysitten, weil die Eltern auf ein Crow-Konzert gehen. Und das sind ja nicht die einzigen Zwillinge, es gibt ja noch David und Milan. Und das sind die zwei Prinzen. Und übrigens, die Mütter sind Schwägerinnen. Und die sind zeitgleich schwanger geworden und haben auch Zwillinge bekommen. Also total gestört. Also im positiven Sinne natürlich. Ich habe jetzt noch... Kurz endlich, also hier ist übrigens mein Paket, was ich die ganze Zeit in der Stadt gesucht habe. Das sind nämlich verschiedene Dinge, um Duftkerzen zu machen. Ich habe schon einmal bestellt in England und super schnelle Lieferung, gute Qualität bis jetzt. Ich habe euch ja auch schon im Glitzmas meine Kerzen gezeigt, die ich gegossen habe. So sehen die aus. Und die sind aus Sojawachs. Und es muss jetzt mindestens 2 Wochen stehen, damit dieser chemische Prozess irgendwie, keine Ahnung, was da passiert. Okay, echt jetzt? Nein. Ja, was anstellen, ja. Darf ich das auf von Nika und Lea? Das glaube ich nicht, dass es was Perverses ist. Kann ich das auf YouTube zeigen oder nicht? Da kommt nichts Schlimmes raus. Die ist doch voll lieb. Die ist voll lieb. Ich habe heute Nacht 3 Stunden geschrien. Echt? Am Stück. In die Arme genommen durch. Hingelegt, wie wenn du sie auf Messer gelegt hast, auf Nadel, Mensch. Hey, hey, hey. Du hast einfach keinen Bock zu schlafen. Dann Juli hat dann nachher da hinten mit dir geschlafen. Auf dem Sofa, im Schlafsofa vorher, bis sie eingeschlafen ist und dann hat sie sich ins Bett gegangen. Mach auf! Schneller, 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 schneller. Jetzt warte doch. Schneller, schneller, schneller. Was ist das? Oh, ist das ein Schokobrunnen? Oh. Nein. Wir hatten mal einen. Ich wollte meine Ernährung umstellen. Geil. Geil. Ja. Das ist ja geil. Wir hatten mal einen und den haben wir dann... Keine Ahnung. Irgendwo verloren. Okay. Ja. Oh, geil. Guck mal. Oh. Oh, ihr seid die Pesten. Die Pesten. Die Pesten. Danke. Dankeschön. Ist das lecker? Ist das lecker? Hallo Sotzi. Hallo Sotzi. Nur noch Milch, ja. Hallo Sotzi, wie siehst du denn aus? Wie siehst du aus? Und du? Hallo Sotzi, bist du müde? Warte, okay, ciao. Lea mag mich nicht. Die mag mich einfach nicht mehr. Ich glaube, Lea fremdelt. Definitiv. Ich bin ganz traurig. Naja, muss der Onkel herhalten. Unser heutiges Setup.
Kuschelecke. Eine Million Spielzeuge. Das finde ich richtig cool. Das muss ich euch mal zeigen. Das ist so ein Buch. Voll süß. Telefon, falls man Anrufe tätigen muss. Ganz wichtig. Tu mal Mama anrufen und frag, wo ist Mama, wo bist du? Bitte Mama, geh. Ja, ja, hallo Sati. Hallo, ja, hallo ja, Sati. Ja, hallo. Ruf mal schnell Mama an und Papa und frag, wo Crow ist und wann er kommt. Ja. Ja, hallo. Hallo. Mama. Ich hole mir jetzt den Mund. Guten Morgen, Sati. Hast du gut geschlafen? Ja? Hast du gut geschlafen? Wer hat Socken verloren? Und wer hat Kaka gemacht? Da tut Stinky Stinky machen. Oh, hier stinkt es ja voll nach Kaka. Ja. Hier stinkt ganz schön nach Kaka. Hat die Nika Kakalinski gemacht? So wie ich aussehe, so fühle ich mich auch. Es war echt anstrengend. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Die zwei Mädels schlafen jetzt, haben gegessen, sind gewaschen worden. Schlafanzug, Schlafsack, Essen, Schlaf. Wir wollten uns eigentlich was bestellen, aber jetzt haben wir die Pizza gefunden. Also machen wir uns Pizza, Pizza. Oh, habe ich euch eigentlich schon den Weihnachtsbaum gezeigt? Der ist so schön von denen. Den haben wir doch ausgesucht, als wir unseren geholt haben. Habe ich euch doch gezeigt, dass wir noch einen zweiten Weihnachtsbaum haben. Und das ist der hier. Der ist echt süß. Und auch schön voll und buschig. Gute Wahl. Und der ist auch voll süß. Hallo. Pizza Time. Ich bin eingeschlafen vorhin auf dem Sofa, während die Mädels auch geschlafen haben. Und dann sind die Eltern nach Hause gekommen, also Juli und ihr Mann. Und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht und sind dann nach Hause. Und jetzt habe ich eine Duftkerze gemacht und ich rede so leise, weil die Jungs schon schlafen. Und ich sie nicht wecken möchte, obwohl sie oben sind und mich eigentlich nicht hören, aber trotzdem. Jetzt gehe ich mich abschminken und schlafen und wünsche euch einen tollen Tag. Genießt es heute, was auch immer ihr macht. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Oh, jetzt bin ich gar nicht mehr im Fokus. Bei mir ist Pickelalarm ausgebrochen. Ich bin selber schuld, ich habe dran rumgedrückt. Sollte ich vielleicht einfach nicht mehr machen. Ich bin entsprechend müde. Das war echt ein anstrengender Tag heute. Und ja, wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Und das war es jetzt von mir. Mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen. Besucht mich natürlich auf Instagram, Snapchat, besucht unseren Online-Shop. Alle Links sind unten in der Infobox. Ich wünsche euch einen tollen Tag und passt auf euch auf.